So, wir sind noch unterwegs. Das wollte ich jetzt nicht. Hier gibt es Kalkstein. Okay, dann fahren wir erstmal dahin. Die Blümchen sind fertig. Dann kommt wieder Mais hin. Können wir noch im Garten Musik spielen oder was ist da los? Nein, das andere Beet. Ich übergieße die. Ah, hier die magische Pflanze. Fragezeichen. Ich dachte erst Musik spielen. Was ist denn da? Flaschenpost. Ein Holzfäller ohne Axt, dröhnend und schluchzend. Alte Bäume werden nicht gefällt. Wir werden gemeinsam alt werden, sagten sie lachend. Okay. Als ob ich keine Musik mehr spielen kann. Oh nein. Wir haben die Insel übersehen. Und dann vorbeigefahren. Ich sollte nicht so viele Routen auf einmal anlegen. Wir fahren jetzt nicht zurück. Halt. Das kam es für mich. Schwarz. Da noch was Wichtiges im Wasser? Ich glaube nicht. Ah, ja, hier. Ihr kennt den Song. Wachsensung. Sind wir schon wieder an was vorbeigefahren?
kommen nie zurück auf die Insel. Wachsen mystische Pflanze. Wir wissen, was da rauskommt. Nein, runter hier. Schwarz. Sind wir hier? Oh Gott. Ich lasse das, ich mach nur eine Reise. Das muss reichen. Oh, hallo Juni. Hallo, sitzt erneut im Zug fest. Liebe geht raus an die Deutsche Bahn. Wie läuft das Fair-Business? Läuft gut. Wir versuchen hier ein... Oh, eine magische Pflanze. Was war da drin? Ein alter Teppich, eine leere Muschelschale, wertvoller Ring und... Okay, das ist interessant. Ist gewachsen. Das ist interessant. Was wir da angepflanzt haben. Er verbraucht ein mobiles Internet hier nicht für diesen Stream. Ach, wir sind da. Sehr schön. Ich brauche Kalkstein. Oh, Katze und Mom. Ja, thank you for traveling with Deutsche Bahn. Es ist immer eine Freude, mit der Deutschen Bahn zu reisen. Der hat schon wieder Hunger auf Beeren, oder was? Natürlich. Würden auf diesem Schiff, okay, sind auf einer Insel. Ach was, du musst zu mir auf meiner Reise jetzt Gesellschaft leisten. Mach ich sehr gern, dafür bin ich da, dafür. Die Gesellschaft zu leisten. Erst richte nur deinen wertvolles mobilen Daten für die opferst. Oder nutzt du Deutsche Bahn WLAN? Okay, der war gut. Ja, Deutsche Bahn WLAN. Als ob. Existiert theoretisch. Ja. Das kennen wir wohl alle. Deutsches Bahn WLAN. Kalkstein, yay! Nur das brauchen wir. Sind aber nur 7, eigentlich brauchen wir noch ein bisschen mehr. Wir haben eine Bude zu bauen. Das Nachtgewohnnis können wir jetzt wahrscheinlich sowieso nicht weit reisen. Können wir jetzt die Zeit nutzen und bauen.
Lungen sind gewachsen. Diese Fragezeichen Blümchennote, die haben wir bei einem mysteriösen Händler gekauft. Bei so einem Blumen, so einem Rosenkohl. Nicht Rosenkohl, wie ist das? Brokkoli, so ein Brokkoli. Salatkopf. Typ. Bin mir nicht sehr was davon. Und Judy, heute ist mein Pride Merch angekommen, den ich bestellt habe. Yay. Ich trage jetzt so eine wunderhübsche Kette. Und das Armband habe ich auch gleich angezogen. Bild dafür, davon gibt es auf Instagram. Kannst du mal reinschauen, habe ich schon gepostet. Nee, ich glaube nicht, dass ich da einen Link für habe, oder? Nein, ja, da müsste mein Independence gucken. Ich glaube, da habe ich keinen Command für. Bezweifle ich stark. Die pennen da alle. So, können wir uns schon. Nein, können wir uns nicht. Latten brauchen wir. Und einen Kalkstein bräuchten wir noch. Aber das größere Bett, das wollen wir auch haben. Das größere Reißbrett. Das können wir auch noch mit. Da brauchen wir einen Kalkstein für. Dann schauen wir mal, wo wir noch weitere Kalkstein finden. Diese Kette trage ich gerade, die ich da nicht gepostet habe. Da will ich auf die Rückseite noch irgendwann mal. Vielleicht schaffe ich es irgendwann, wenn ich mal wieder im Zentrum bin. Wenn jemand Empfehlungen hat, nehme ich die gerne an. Da mal irgendwie einen Goldschmied zu finden oder so, wo man halbwegs preisgünstig, wo man da mal eine Gravur reinkriegen kann. Da würde ich gerne meinen Namen eingravieren. Und die Kette auf die Rückseite. Hier noch eine unbeschriebene Seite. Stella, mein Magen knurrt. Hast du vielleicht etwas in Klammern für mich? Natürlich. Komm sofort. Du mochtest süßes Zeugs. Ja. Wenig pingelig sein, aber dasselbe hatte ich erst vor kurzem. Hast du denn nichts anderes? Klar, aber du sagtest, du machst Süßes. Fisch. Hast du kein Herz für Tiere, Stella? Ich will ja nicht mengen. Ich will nicht mengen. Kaffee? Dann, ich hatte richtig Hunger. Okay, da hilft natürlich ein Kaffee. Da finde ich auch merkwürdig. Das ist seltsam, finde ich das hier. Dass man Kaffee als Speise verkaufen kann hier. Und den Monkheim-Link. Erstmal nur warm. Oh. Und ich ein paar Beeren. Der isst alles. Die ist relativ anspruchsvoll. Anscheinend kann ich ja nicht essen. Ach. Nee, Fresse. Gemüse macht es auch nicht. Und Fisch. Danke, ich liebe es. Oh, aber die Umarmung muss sein. Zumindest einer, der das ist. Weekend Green Summer. Ja, auf jeden Fall. Und sie ist irgendwie, ich darf nicht dasselbe, ich darf nicht das, was ich gestern gegessen habe. Und keine Schalentiere mag ich und kein Obst und Gemüse. Das ist so Mrs. Wählerisch. Das ist jeden Tag was anderes. Das ist da. So ein bisschen die, sei doch mal dankbar, dass ich überhaupt mal was zu essen bringe.
so ein Kalk stellen, ich brauche noch mehr Kalk. Welthafen. Erze gibt's da. Hauenstamm. Vielleicht können wir mal die Welt erkunden, vielleicht finden wir hier noch in dieser Richtung was. Hinaus in den Nebel. Juli, wenn du eine Idee hast. Wenn du so eine Firma kennst, du, weißt du, die da die Gravuren preisgünstig macht. Das da, ich mal gucken, ob ich das in der Stadt finde. Ich denke, wenn ich zum Goldschmied jetzt gehe, der wird da viel für verlangen. Aber da gibt es da irgendjemanden, der da. Hier gibt es da Wege. Du musst jetzt auch nicht extra für mich suchen. So ist das nicht. Ich werde auch selbst nochmal auf die Suche gehen. So, wo sind wir denn? Geradewegs auf dem Weg in den Nebel. Angeln. Ich sehe schon, da kommt der Nebel. Okay, kommen wir nicht weiter. Und was ist da los? Brauchen wir eine Laterne oder was? My Toad Spirit für ein schönes, cool, comfy Game. Das ist auf der Switch mein. Auf der Switch mein Go-To. Also, als es mir Mitte bis Ende 2020 nicht so gut ging. Ah, cool. Spiele, die einem in schweren Zeiten helfen. Finde ich cool. Okay, hier kommen wir noch nicht lang. Dann müssen wir hier weiter auf. Nee, da habe ich noch nicht hin. Da verlässt uns am Ende noch jemand. Vielleicht gucken wir mal hier nach. Das freut mich, dass du da. Dass dir das Hilfe gegeben hat in schweren Zeiten. Für mich war zum Beispiel Life is Strange ein Spiel, das mir sehr in schweren Zeiten geholfen hat. Was Spirit war es auch. Ist ein tolles Spiel. Ich spiele nicht gerne. So, kennst du schon unseren Song? Wachse Blumen, wachse schnell. Ja, Pflanze. Wachse Pflanze, wachse schnell. Denn die Sonne strahlt ja hell. Ist irgendwie ein bisschen cringe, aber auch schön irgendwie. Ein Kreativling muss dann noch weitere Texturen
richten. Ich wahrscheinlich irgendwann. Ein irisches Meisterwerk. Du schmeichelst mir zu sehr. Ich und lyrisches Meisterwerk. Als ob mein Blödsinn, den ich jetzt so dann zum Text da. Was denn? Habe ich nicht. Was? Ich muss im gerade abgelenkt. Was schreibst du? Was muss da lesen? An Life is Strange habe ich nie gespielt oder gesehen. Weder Teil 1 noch Teil 2 noch Before the Storm noch Two Colors. Warum warst du dann am Montag nicht da, als wir Life is Strange Two Colors gespielt haben? Das sitzt da, als die haben Life is Strange nicht gespielt. Das ist ja keins der Teile. Das bringt mich hier völlig durcheinander. Teil 1, 2 und Before the Storm kannst du bei mir auf YouTube nachholen. Kannst dir das Play schon angucken. Und True Colors läuft gerade bei mir gerade auf Twitch. Im Pride Month im Let's Play. Ansonsten auch gerade auf YouTube. Main Parts. Können wir sicheres Reisen machen. Dann kommen wir nicht in den Regen rein. Ja, sowas in der Art. Was bläst denn da? Ich habe sicheres Reisen angemacht. Gibt keine Blitze. Was bläst denn da eine Tröte? Wir gießen die Blumen beim Regen. Mal wieder was kochen. Vielleicht ein paar Maiskolben. Gucken wir auf die Karte. Wir halten ja an, wenn wir da sind. Muscheln können wir machen. Eine Jakobsmuschel. Die ist ja interessant. Kriegen wir gleich ein neues Rezept. Machen wir mal lieber an, wir wollen da auf die Insel. Was zu futtern für dich? Ein bisschen Popcorn. Der frisst wirklich alles. Okay, du bist das. Mal raus hier. Kalkstein. Yay. Kann es sein, dass wir... Genüstete Schalentier. Ich dachte, das ergibt was Interessantes. Ich wünsche ja, Kochen wäre so einfach wie mit dem Spiritfahrer. Oh ja. Da müsste ich nicht mehr Bringdienst bestellen. Wo kriegen wir
Eichenbretter her. Von Bäume fällen? Irgendwie nicht. Können wir die Stämme irgendwie zersägen oder. Weißt du das, Juli? Hast du da eine Idee? Wir brauchen Bretter, können wir das irgendwie. Oha. Auch dazu haben wir nichts. Sollst du kriegen für das Holz? Können wir irgendwie. Nein, wo finden wir Planken? Wir brauchen für das Haus hier 12 Eichenbretter. Wo kriegen wir die her? Das Ahornstämme. Samenholzerde. Holzerde. Kauft der die Sachen oder? Wo finden wir das Zeugs? Ich würde aber erstmal auf die Insel. Kriegen wir später vielleicht irgendwie einen Sägetisch? Ob wir Bretter zu schneiden können oder. Wie schaut das aus? Okay, wir können mit dem Schiff jetzt scheinbar auch nachts fahren. Ah, es ist zurück zu navigieren. Fantastisch. Dann gehen wir mal schlafen. Gerade als ich schlafen gehe. Ein Chicken Nugget verbrennen. Rein hier. Nein, war Fisch drin. Sind wir angekommen? Sind wir. Die anderen schlafen noch ein bisschen länger. Da kriegen wir bisher nur Stämme raus. Deswegen ist das wundert mich, warum wir. Bretter herkriegen. Die Bäume fällen, kriegen wir nur Ahornstämme her. Eichen erst recht nicht. Baubären. Ihm vor der Schnauze weggenommen. Wie hier hast du? Was ist los? Die sehen sehr fantastisch aus. Davon hatte ich gerade geträumt.
Wir brauchen Eichen. Oh, Hallöchen. Was gibt's? Hast du zufällig Bretter oder so? Leere Flaschen hast du. Ein seltsamer Samen. Nehme ich aber. Wie kam's, kannst du haben? Ich mit Quarz. Oh nein. Den Kelch steht doch nicht verkauft. Ne, cool ist das. Schon. Der ist quasi der Küst zu uns. Schönen Tag noch.